Ja, huhu, hier wieder beim Quani und zu einem neuen Durchgang. Ich suchte gerade das Wort auf irgendwann, aber Baldur's Gate 3 spielen wir. Und wir sind hier in den in so Katakomben drin und wir haben hier, glaube ich, eben einen Schlüssel gefunden, der diese Tür nicht aufmacht. Na geil. Vielleicht kann aber unser Schurke diese Tür öffnen. With pleasure. So, ein Schwierigkeitsgrad von 10. Wir kriegen einen Bonus von insgesamt 7. Das muss reichen, auch ohne Bonus. Sprach's und schaffte es nicht. So, jetzt kann man aber wenigstens mal zeigen, dass wir hier entweder Inspiration, die wir eben durch das Buch gesammelt hatten, in der letzten Folge, einsetzen können, um nochmal zu würfeln. Oder wir verschwenden, also machen ein Diebeswerkzeug quasi kaputt. Wir haben 3 Stück momentan davon und können auch nochmal würfeln. Und das würde ich jetzt mal machen. 3 kannst du auch. Ja, ich würde sagen. So, damit haben wir jetzt die Tür geöffnet. No one stopped me yet. Und. If not over, then through. This place wasn't built for the living. Hier können wir schon mal looten. Ich weiß gleich schon, dass ich den groß weiterlaufe, solange ich kein Entschärfen-Werkzeug habe. Das braucht man nämlich für einen der Räume hier gleich. Starion kann super gut entschärfen, allerdings nur mit dem Werkzeug dafür und das haben wir momentan noch nicht. Hoffentlich finden wir hier eins. Das wäre natürlich optimal. So, weil wie man in diesem Raum wimmelt, ist nur von Fallen. Und dafür brauchen wir dieses Werkzeug. So, und hier sind jetzt gleich auch schöne Gegner, die uns nochmal... No handle. How does it open? Leute, wo seid ihr? Da hinten in der Wand sind die. Und wir sind entdeckt worden. Ich hab gedacht, die bleiben da hinten, aber nein. So, Astarion ist dran. Der kommt ja hier überhaupt vorbei. Er muss springen schon. Ja, das ist schon mal ganz gut. Still breathing, despite everything. So, und du? Hüpfst dir mal direkt an die Dame dran. Ja, das war jetzt nicht so gedacht. Aber so funktioniert's auch. Hier ist ein Diebeswerkzeug, leider kein Entschärfungsding. Ja, mal, vielleicht finden wir auch trotzdem irgendwo des letzten Atems. Irgendwann muss ich jetzt auch mal sowieso generell hier raus, weil... hier unten seht, sich irgendwann kommt man an seine Grenzen, was die Last angeht.
Noch haben wir aufgrund unserer hohen Stärke nicht so das Problem. Aber irgendwann wird das zum Problem. So. Der Kampf ging ja jetzt relativ gut vonstatten. Holzfass. Leere Kiste. Still me. Even after everything. Jetzt noch mehr Bücher. Lest die Bücher jetzt nicht alle vor oder so, irgendwie. Ich werde die aber verkaufen, weil die Bücher meistens ziemlich gut was wert sind. So, hier ein Teller. Ja, am Anfang irgendwie immer alles mitnehmen. Das ist ein Buch. Hintergrundinfos. Kleidung. Ah, die Schale könnte man eigentlich auch mitnehmen, aber ich lasse jetzt mal liegen. So, und jetzt müssten, glaube ich, auch mal ein bisschen mehr Gegner kommen hier. Da sind sie auch schon. Genau. Wir haben hier einen Magier und ein paar Kämpfer. Astarion ist wieder zuerst dran. Aufgrund seiner hohen... To the death. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gehen wir aus dem Weg. Clear off! We got here first! So, das hat jetzt ja wohl nicht so gut geklappt, Junge, ne? So, wir machen. Unseren Kampfrausch können wir nicht mehr anmachen, weil wir haben keine Kampfrauschladung mehr. Weil die füllen sich ja nur auf einmal pro langer Rast. Wir haben noch keine lange Rast gemacht. Nur kurze Rast. These boots have seen everything. So, aber. Ein rücksichtsloser Angriff ist drin. So, der kann, glaube ich, sowas auch. Autsch. Er ist jetzt benommen. Bei Weisheitswürfen im Nachteil kann keine Reaktionen mehr ausführen, also auch nicht so einen Gelegenheitsangriff machen und verliert den Geschicklichkeitsbonus auf die Rüstungsklasse. Das ist natürlich blöd. Vor allen Dingen, weil die Gegner gegen uns jetzt auch im Vorteil sind. Good move. Er hat noch seine Magierrüstung an. Der muss, glaube ich, ziemlich schnell weg. Obwohl, der gerade war der ja schon dran. Der war noch nicht dran. Lenkgeschosse. So, ein bisschen Platz lassen. Shadowheart. On my way. Ja, du kannst den nicht angreifen, weil du den nicht siehst. Kann man mal hier sehen. Also nicht genügend Bewegungsrate, um den anzugreifen. Den können wir angreifen. Neun Schaden haben und nicht haben, ne? Gell wird gefesselt.
Aua. So, wir gehen mit Astarion wieder nach vorne. Ich glaube, mit dem müsste eigentlich unser Barbar klarkommen. Aber der Magier, das ist immer die Regel, kill the mage first, nicht wahr? Survival is all that matters. So, meine Frage ist jetzt natürlich, damit machen wir nicht viel Schaden. Also den töten können wir wahrscheinlich nicht. Wir opfern hier 6 Bewegungsrate, um 3 Hiebschaden mehr zu machen. So. Was hat der für ein AC? 13? Könnte man auch so klar schaffen. 65%. 88%. Dann machen wir das besser so. Und töten den. Mit den extra 3 Schaden, ne? Also wir haben jetzt über 3 Meter geopfert. Lass mal ein bisschen nach vorne jumpen. So, er ist immobil und kann sich nicht bewegen. Kann aber trotzdem seinen Magiegeschoss hier drauf machen. Den damit ausschalten. Kann er noch laufen? Ja, weil der jetzt tot ist, ist er wieder frei wahrscheinlich. So, du hast keine Zauberplätze mehr frei, um zu heilen. Du kannst dich mal selber mit einem Trank dann heilen. Und du schmeißt mal, das kann man nämlich auch machen, einen Trank auf jemanden draufschmeißen. Und damit wird er dann auch ein bisschen geheilt. Und dann einmal in Deckung hinter die Säule. Astarion wird angegriffen. Komme ich da nie dran? Ich komme auch nie dran. Weil er in der Nähe steht, müsste eigentlich mein hinterhältiger Angriff klappen. Müsste. Dann gucken wir uns nochmal direkt wieder an, wie das nicht funktioniert hat. So, wir haben eine 4 gewürfelt. Hätten eine 5 gebraucht. Ja. Damit machen wir einen Schaden. Can't even catch my breath. Da ist es halt wieder an uns, ne? So. Benommen ist weg. Looten. So, we've picked up a wizard who managed to get stuck in his own portal. Hardly a promising introduction. Ja, jetzt, ich habe jetzt gerade keine Lust mit dir zu reden eigentlich. So, Schriftrolle, ein Buch. Ich hätte jetzt eigentlich voll gerne so ein Werkzeug. Ich fürchte, die haben das alle nicht bei sich. Da sind Lederhandschuhe zumindest mal drin, aber die bringen nichts, wie man sieht. Gar so keinen Vorteil. Verkaufen kann man sie natürlich, ne? So, das kann man direkt an Astarion schicken.
sollte man dann viel öfters mal vergiften. So, hier ist noch ein Buch. Here we go. Alles in allem hat es ganz gut geklappt hier. Ich kann eigentlich noch mal eine kurze Rast machen. Alright, time to see what new horrors waiting for us. Best be on my way. Schließen. Diese hier. Ist noch Liebeswerkzeug. Das liegt ja so einfach auf dem Boden. So, mal ein bisschen aufräumen. Wurfspeere. Ist eigentlich auch eine ziemlich barbarige Sache, so ein Wurfspeer. Aber ich habe ja jetzt gerade hier so meine Armbrust irgendwie, das heißt, das passt schon. Bin mal gespannt, wie teuer nachher dieser Rucksack ist. So, hier haben wir, da ist noch ein Zeug. So. Dann haben wir hier noch eine Tür. So lässt sie sich öffnen. Noch jemand. Hallo. Na? Over here. We got company. Okay. Ist gespurt und hat mit seiner Bonusaktion mit der zweiten Hand zugeschlagen. Und jetzt kriegt er von Pikes Friend. Fertig. Und auch hier wieder kein Diebes, also kein Entschärfen Werkzeug. Vielleicht ist hier was drin. Nein. Dann können wir uns erstmal ein bisschen Proviant ausstatten. No more prayers. Only silence. Must be lonesome to be a forgotten god. Who are those prayers for? Normally the patron god is Orpheus. Not here. So, eine Kiste. Kerzen sind natürlich auch immer ganz cool, weil mit Kerzen kann man das hier machen. Also wir können eine Kerze hinstellen. So, dann steht sie da. So, dann ist sie an und dann kann man an der Kerze seine Waffe anmachen. Also es ist immer ganz, ganz nützlich, so eine Kerze mitzunehmen. Wenn man noch extra Feuerschaden machen will. Something good here, I hope. Das ist eine Tafel.
ancient, indecipherable text covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Also normalerweise kann man auch von dieser Seite hier reinkommen und halt alles andersrum machen, aber wir sind jetzt halt andersrum hier reingekommen. Wie gesagt, möglich viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. So, jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass hier oben wahrscheinlich wir ziemlich im Nachteil sein werden. Weil die von oben auf uns runter runterschießen und so. Aber vielleicht machen sie auch gar nichts. You're both twice as tall as me, but I have half that bloody backbone. Whoever was flying that thing can't have survived. Whatever's left is up for grabs. Look out! Someone's coming from the crypt. What the? Who are you? That crypt's ours. Think you can clear it out from under our noses? Sie ist jetzt mein, verschwindet. Bin super ein Charisma, ne? Ja. Oh, Bonus dazu. Passt. Come on, you lot! Let's get out of here! You're more cunning than you look. I thought we had a fight on our hands. Habe ich mir natürlich die Möglichkeit genommen, noch ein paar Erfahrungspunkte zu holen und ein bisschen Loot, aber manchmal ist das so. So, jetzt haben wir hier extra Zeug, jetzt können wir halt das bei den anderen Leuten auch machen hier mit dem Loot-Säcken. Selbst so ein kleines Säckchen hier passt. Wobei ich das hier für ihn jetzt behalten wollen würde. Und da so Sachen rein tue, wie zum Beispiel die Kerze. Natürlich geht das wieder nicht. Stapeldinger sind echt kacke. So, das nehmen wir hier die Diebeswerkzeuge rüber zu Astarion. So, und die Seelenmünze. Das Seil können wir verticken. Die Fackel können wir verticken. Und hier so die Schriftrollen können wir hier reintun. So, und dann holen wir uns den Säckchen nämlich hier unten rein und haben das dann hier immer alles und auf einen Blick. So. Müssen wir nur ein paar Jute-Säckchen finden für die anderen, damit dass wir das bei denen auch machen können. So, aber wir haben jetzt hier halt kein Entschärfen-Werkzeug gefunden. Das heißt, wir können das hier auch nicht machen. Was wir jetzt aber wohl mal machen können, ist, wo wir ein paar Vorräte eingesammelt haben, ist eine lange Rast und wir müssen uns auch daran erinnern, dass wir jetzt eine Truhe und hier ist noch eine Truhe irgendwo hier hatten, die wir noch ausbuddeln müssen, sobald wir eine Schaufel finden. So, und deswegen gehen wir jetzt erstmal ins Lager. Und schauen mal, ob dieser untote Typ jetzt da ist. Und tada, da ist er.
Und an dem können wir uns jetzt umskillen. Das machen wir direkt mal mit Schattenherz, wie ich eben schon gesagt habe, weil ich möchte sie ja kommen zu einer kompletten Heilerin umbauen. Ah, her mother. Thy name has been recorded. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. So. There are many answers to that question. None are important. Correct. Mal gucken. Passt sogar. Nee, passt nicht. Also dafür wird sich keine Inspiration ein. But the source is unclear. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Mm, a matter of coin. So, meine Klasse ändern. Alles, was ist, wenn ich nicht so viel habe. Then I shall wait here patiently until it is acquired. As thou desire. So, dann skillen wir mal. Wir brauchen halt immer 100 Gold. Aber es gibt angeblich einen Trick, wie man die 100 Gold wiederkriegt. Den probiere ich jetzt gleich auch mit euch aus, aber mal schauen. So, wir bleiben beim Kleriker. Wir verteilen aber die Attribute anders. So. Weisheit ist ganz, ganz wichtig eigentlich. Das kann eigentlich auch so bleiben. Konstitution ist super wichtig, weil sie unsere Segenssprüche und so aufrechterhält. Geschicklichkeit ist ihre Kampfsache, würde ich sagen. Stärke, also ich möchte sie zur Fernkämpferin machen. Das heißt, Stärke brauchen wir an der Stelle nicht. Dafür nehmen wir lieber Geschicklichkeit noch. Damit ist sie auch früher in der Reihenfolge dran und kann auch früher so diese Blessings machen. Ist jetzt halt hier alles nicht so geil. Aber schauen wir mal. Heilkunde, Geschichte ist okay. So, und dann ändern wir ihre Domäne in die Domäne des Lebens. Weil sie dadurch immer noch mehr Trefferpunkte zurückgeben kann als als der normale Zauber bringt. So, dann haben wir sie umgeskillt. Können Stufenaufstieg machen mit ihr, weil sie jetzt eine Stufe 1 ist. Kriegen ein Leben erhalten dazu. Heilende Energie, die Verbündete regeneriert. Und wir können Untote vertreiben. Das konnten wir eben auch schon. Wir können andere Zauber vorbereiten. Heiligtum geht raus. Wunden verursachen geht raus. Heilendes Wort ist schon drin. Spannend, dass wir jetzt die anderen Zauber nicht mehr haben. Habe ich eben nicht aufgepasst. Wahrscheinlich. Mal gucken, ob wir das bei einem weiteren Stufenaufstieg dann machen.
So, aber wir holen uns jetzt Astarion, weil er unser bester Sneaky-Charakter ist. Kann hier nicht rumsneaken. My face protects me. Still alive, so that's progress. Wir reden hier nochmal mit ihm. We meet again, as predicted. So, jetzt sind die beiden im Gespräch und er sollte eigentlich abgelenkt sein. That's pro. Jetzt könnte man nämlich hier die 100 Coin wieder stehlen. Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. 4 gewürfelt. Und noch eine 4 gewürfelt. What the fuck? Eine 9. Ist halt ein super hoher Schwierigkeitsgrad, ne? Aber hier steht Ziel ist 11. Und hier ist dann der Schwierigkeitsgrad 18. Also irgendwas stimmt hier dann da nicht, ne? Aber ich hab's geschafft. So, und er... I shall be here in thy camp, for whenever thou hast need of my services. Be assured, it is not by choice. So, und wir können das jetzt natürlich auch noch, was wir mit ihr gemacht haben, mit anderen machen. Gale, wie gesagt, ersetzt sich bald, weil wir einen Charisma-Charakter brauchen. Da ist bei ihm das jetzt nicht so wichtig. Aber er müsste eigentlich auch noch neu geskillt werden. Let's be quick. Be brief. Deswegen investieren wir die 100 Coin jetzt direkt nochmal. Ah, enough. I shall be here in thy camp. As thou dis- Und der... den juckt das auch nicht, wenn man Taschendiebstahl da auch nicht richtig schafft und so. Also das ist völlig, ist ihm völlig wurscht. So, die Attribute. Wir nehmen ihm Weisheit bis auf 10. Wir pumpen was in Konstitution. Intelligenz braucht er nicht. So, jetzt haben wir aber noch ein bisschen was, was wir hochpumpen können. Wir können noch ein bisschen was in Weisheit, damit er die Fallen auch entdeckt, reinpumpen. So. Ah, 17 ist schon ganz gut. So. Was haben wir hier noch? Das sind seine starken Sachen hier. Auftreten. Ja, aber hier kann ich ihm nichts wegnehmen. Das ist blöd. Auftreten kann ich natürlich überzeugen, brauche jetzt eigentlich auch nicht so richtig. Was können wir hier noch anderes machen? Nachforschung. Und Athletik. Weil das wird er sowieso nicht machen hier. Motiv erkennen braucht er auch nicht. Das wird nachher alles der Charisma-Charakter machen. Und
So. Ja, das kennen wir alles schon. Passt schon. So. Dann quatschen wir wieder mit ihm. Fate spins along. Dost not seem to be in need of my services. So. Another step forward. Du hast genügend Lagervorräte. So, und dann gehen wir jetzt, wenn wir dann jetzt draufklicken, gehen wir erstmal in so ein Camp-Modus, in so gemütliche Klamotten und so, kurz vorm Schlafen gehen, Schlafanzug an und so, Zähne putzen, pullern, ab ins Bett und so. Und hier gibt es dann auch Leute, die mit uns reden wollen. Manchmal. Go to hell. Poorly making a point. Go to hell. An everyday expression. So trivial it's almost meaningless. But we've seen hell. It's real. And it isn't trivial. Merely contemplating. Devils, dragons, mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous foeti. That's not abstract. Wir finden schon jemanden, der uns helfen kann. That's the spirit. Let's be up with the lark. Find a healer before the wee one gets hungry. So, hier Shadow hat wir auch mit uns reden. What were you two talking about? You and Gale. Als ob durch das was anginge. Wrong. Your business is mine. We're entwined, thanks to this. If we're to survive, we need to trust each other. Ja, wer hat denn gerade damit angefangen? Reliable. I think you know how important it is that we find someone who can cure us. Best if we focus on that. Ja, stimmt schon. Good. We might even get lucky and find one right away. As I see it, we're overdue some good fortune. Rest well. Da ist noch so eine Truhe, wo wir Zeug reinschicken können. Haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Do you mind? I'm brooding. So, ja. Und da jetzt keiner mehr mit uns reden will. Ab ins Bett. So, und jetzt können wir hier auswählen und uns erstmal hinlegen. Und im Early Access fand ich das ein bisschen komisch immer, weil man ja ständig irgendwie gesagt bekam, irgendwie, du musst ganz schnell einen Heiler finden für die Larve und nachher schlüpft die und so, bla, und dann wirst du aber irgendwie schon wieder auch gezwungen, eine lange Rast zu machen und so einen Tage vergehen zu lassen. Und es passiert einfach nichts und passiert. Und es wird auch später erklärt, warum. Aber ich fand es halt echt, es war komisch. So. You have my attention.
So, und jetzt müssen wir das wieder hier auf ihn drauf wirken. So. Und wir können eigentlich auch mal gucken. Wir sind noch gar nicht mehr so weit von Stufe 3 entfernt. Das ist auch gut. Wir holen uns wieder mit Tieren sprechen und dann können wir den Lagerplatz auch wieder verlassen. Haben wieder alle Ressourcen wieder aufgefüllt, alle Lebenspunkte regeneriert. Und dann geht's hier weiter. Und was wir denn da hinten noch irgendwie alles finden, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut!